Nun steht er fest. Der Sprengtermin für die Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden. Am 6. November diesen Jahres ist es soweit. Dann werden mit ca. 220 Kilogramm Sprengstoff die beiden rund 310 Meter langen Brückenteile dem Erdboden gleichgemacht. Vor der Sprengung steht noch viel Arbeit an. 5 Bahngleise der Deutschen Bahn sind im Bereich der Brücke bereits abgebaut. 2 bis 3 Meter Sand wurden darüber verschüttet. Insgesamt werden rund 50.000 Kubikmeter Sand und Erde benötigt, um die unter der Brücke liegende Infrastruktur mit verdichteten Erdwällen oder lockeren Sandbetten vor dem Aufprall der Brückentrümmer zu schützen. Im Zuge des durch die Sprengung nunmehr vergrößerten Baufeldes wird eine erweiterte Kampfmittelsondierung notwendig. Rund 750 bis zu 9 Meter tiefe Löcher müssen zum Ausschluss von Weltkriegsbomben gebohrt werden. Ist die Brücke dann erst einmal weg, soll es auch zügig weitergehen. Im optimalen Fall brauchen die Deutsche Bahn und wir die Autobahn GmbH ca. 6 Wochen, bis der Bahnverkehr zum Wiesbadener Hauptbahnhof endlich wieder rollen kann.